Die güldene Regel des Antitrinitarismus, darum geht es in diesem Video. Antitrinitarismus hat bestimmte Hintergründe. Und die güldene Regel ist, dass der Antitrinitarismus dadurch, dass er den Sohn Gottes mindert, von Gott isoliert, Kraft freisetzt, Aufmerksamkeit, Zuwendung, die ihm gebührt. Und wo geht diese Zuwendung hin? Sie geht an eine andere Adresse. Und leider sehr selten gibt sich die Adresse einen Namen, wie bei den Zeugen Jehovas. Das ist ja eine antitrinitarische Sekte, die sich selbst als Christen verstehen, aber inzwischen ausgestiegen sind aus dem Christentum, aus dem christlichen Glauben, hin in einen Sektenglauben. Sie folgen nun einem anderen Geist. Dieser Geist nennt sich mit einem 800 Jahre alten Namen Jehova. Und das ist grundsätzlich der Wirkmechanismus hinter dem Antitrinitarismus. Ich denke, das ist eine Regel, von der es Ausnahmen geben dürfte, aber wahrscheinlich selten. Sondern die große Regel, die güldene Regel des Antitrinitarismus ist, dass Kraft freigesetzt wird für andere Mächte. Jehova nennt er sich im Falle der Zeugen Jehovas. Das ist die Ausnahme. Die Regel ist, dass diese Mächte sich keinen Namen geben. Ein Zwischenbeispiel sind die arabischen Wüstengötter. Sie nennen sich Allah, aber das bedeutet einfach Gott. Also sie geben sich eigentlich keinen Namen. Es sind ja viele, so wie es der Koran auch direkt bezeugt. Ganz viele Suren im Koran bezeugen die vielen, die hinter dem Koran stecken, die vielen Elementarmächte. Das sind die Wüstengötter Arabiens, die die Menschen gebunden halten. Wer sich näher dafür interessiert, was da eigentlich im Islam verehrt wird, der schaut sich mal an, was 1979, also vor 45 Jahren, am Zentralheiligtum geschehen ist. Da war ein islamistischer Angriff und es explodierte eine Bombe in der Kaaba in Mekka und der Boden gab die altarabischen Wüstengötter frei, also die Götzen, mit denen sie sich einstmals haben verehren lassen. Das ist der zentrale Kultplatz der arabischen Wüstengötter, die sich einst mit Götzen haben verehren lassen und heute geben die sich einen Namen und sagen, wir sind Gott und verführen eine Milliardenanzahl Menschen weg von dem einen Gott, weg von Jesus Christus. So wie es die Zeugen Jehovas millionenfach machen, ein Engel, der Millionen Menschen an sich bindet. Also die Entbindung von Jesus Christus führt zur Bindung an andere Mächte und diese anderen Mächte, die genau sind es, die die Entbindung von Jesus Christus in die Wege leiten, damit sie die Menschen an sich binden, in Sklaverei führen. Arabische Wüstengötter, Engel Jehova oder auch namenlos. Es gibt ja trinitarische Sekten, die haben einen Führungsgeist, nenne ich es mal. Man könnte natürlich freundlich sein und mit der Bibel sagen, ein Gemeindeengel, Apokalypse 2 und 3, dass die einen Gemeindeengel haben, aber Antitrinitarismus halte ich für hochproblematisch, weil dadurch im Grunde weggewiesen wird von dem einen Gott, der sich dreifaltig offenbart, der in der Welt Mensch wurde, um die Sünden zu tragen, was kein Geschöpf hätte leisten können. Gott musste Mensch werden. Er allein konnte die Sünden tragen, die Verantwortung übernehmen für seine Schöpfung. Und er wusste vorher, bevor er die Schöpfung durch seinen Sohn Jesus Christus geschaffen hat, dass diese Schöpfung in Sünde fallen würde und dass sie diese Kreuzestat, diese heroische Tat, das Tragen der Sünden, dass das nötig sein würde durch den Sohn Gottes. Das wusste Gott vorher und Engelmächte, die gerne Menschen an sich binden möchten, weg von Gott, die weisen weg von Jesus Christus, von dem, was er am Kreuz getan hat. Entweder leugnen sie das komplett, so wie die arabischen Wüstengötter, die sich Allah nennen, oder sie sagen, ja, das hat zwar stattgefunden, aber das war rein menschlich, das war rein schöpfungsmäßig. Mit Gott hat das nichts zu tun, außer dass es seinem Willen entsprach. Antitrinitarismus ist im Grunde eine Spielart der antichristlichen Wiedergöttlichkeit. Du brauchst,
um gerettet zu werden, Jesus Christus. Dir kann kein Engel helfen, sondern du brauchst das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Anders wirst du deine Sünde nicht los und mit Sünden gelangst du nicht in das Paradies. Denn wenn man mit Sünden in das Paradies gelangen würde, dann würde das Paradies ein Ort werden wie diese Welt hier. Mord, Betrug, all diese schlimmen Dinge unter der Führerschaft Satans. Wenn Sünden in das Paradies gelangen, dann wird im Paradies früher oder später ein Satan auferweckt und er wird wieder das Paradies desaströs machen. Sünde gelangt dort nicht hinein und ein Satan wird dort nicht entstehen, sondern der Satan wird am Ende der Zeit gebunden werden im See aus Feuer in Ewigkeit. Der See aus Feuer brennt in Ewigkeit. Der Wurm dort, er stirbt nicht. Das ist der Ort Satans. Und das ist der Ort aller Kinder Satans, die ihm nachfolgen. Bewusst wie die Satanisten oder wie die ganz große Mehrheit, unbewusst wie die Engeldiener, die irgendeinen Jehova oder Allah oder sonst einen geschöpflichen Geist anbeten. Während wir Christen beten im Heiligen Geist den einen wahren Gott an. Das ist ein innergöttliches Verhältnis. Gott kann man nur im Heiligen Geist gefällig sein, weil allein Gott ist gut. Wir können von uns aus gar nichts tun. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wenn du den Heiligen Geist willst, dann nimm Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an. Dann bekommst du die Sündenvergebung und an die Stelle der Sünden tritt der Heilige Geist, der dich fruchtbar, geistlich fruchtbar durch den Rest deines Lebens führen wird. Und am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich Hades Sheol. Dort findet statt der Totenschlaf die Totenruhe. Ganz am Ende der Zeit überhaupt, nicht deiner persönlichen Zeit, die endet mit dem Tod. Wenn du ins Totenreich gehst, wenn du stirbst, endet deine persönliche Zeit. Aber ganz am Ende der Zeit findet noch etwas statt, nämlich zunächst die Auferstehung. Die Toten stehen auf, Milliarden Tote stehen auf aus dem Totenreich. Und da gibt es zwei Gruppen. Die einen stehen auf in einer wundersamen Herrlichkeit, in einem eigentümlichen Glanz, in einem weißen Gewand. Und so gehen sie in das Endgericht vor Gott am Tag der Auferstehung und werden dorthin durchgewunken. Denn sie hatten rechtzeitig in ihrer Zeit, in ihrer Lebenszeit und sei es auf dem Sterbebett in der Sterbensminute Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen. So wanderten ihre Sünden ans Kreuz. Das konnte kein geschöpfliches Wesen leisten. Dazu musste der Sohn Gottes Mensch werden, dass die Sündenvergebung möglich wurde. Und wer Jesus Christus in seiner Lebenszeit als Herrn und Retter annahm, der steht anders da im Endgericht, der steht gar nicht da. Der wird hindurchgewunken, denn er hat den einzig gezeugten Sohn Gottes, der war, bevor etwas war, durch den Gott alles geschaffen hatte, als Herrn und Retter in seiner Zeit, als er glauben konnte, als er nicht im Schauen war, als er sich entscheiden konnte, da hatte er ein Herz, sich für Jesus Christus zu entscheiden, nicht gemindert, sondern vollständig. Der Sohn Gottes in der Einheit des Vaters, die Liebe Gottes, er hat sich für die Liebe Gottes entschieden. Wer sich für Jesus Christus entscheidet, der entscheidet sich für Gott. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. So steht er mit einem eigentümlichen Glanz, Herrlichkeit, weißes Gewand, nicht im Endgericht, sondern wird hindurchgewunken. Und hindurchgewunken wird dieses Kind Gottes in das Paradies, anders die anderen. Die anderen haben auf sich selbst vertraut, als Atheisten zum Beispiel oder Agnostiker, die sagen, es gibt einen Gott, aber das hat für mich keine Bedeutung. Das sind also Leute, die auf sich selbst vertrauen, ganz kleine, eingeschränkte menschliche Daseinsweise. Dann gab es aber auch Menschen, und das sind nicht wenige, die waren religiös. Die sind irgendwelchen geschöpflichen Mächten gefolgt. Einem Allah, einem Buddha, Bodhisattva, Jehova. Die können nicht retten. Geschöpfliche Geister können nicht retten. Engel können dich nicht retten. Gottes Sohn musste Mensch werden für dich und deine Sünden tragen. Nimm
Jesus Christus als deinen Herrn und Retter an und du wirst am Ende der Zeit durch das Endgericht hindurchgewunken und schon jetzt in deiner Zeit wird durch den Heiligen Geist dein Leben fruchtbar, geistlich fruchtbar, durch den Heiligen Geist in dem Maße, wie du seine Gaben annimmst und umsetzt. Das ist dann ein gelungenes Menschenleben. Ein gelungenes Menschenleben ist ein echtes Christenleben. Ein Leben der echten Beziehung zu Gott, die allein von Gott kommt, im Heiligen Geist funktioniert, indem man den Heiligen Geist erhalten hat, durch eine Herzensentscheidung für Jesus Christus, ihn als Herrn und Retter angenommen hat. Und wenn du so jemand bist, der ein Herz für Gott hat, für Jesus Christus, sich das Herz vom Heiligen Geist füllen lässt, dann werde ich dich wiedersehen am Ende der Zeit im Paradies und ich werde mich über die Maßen freuen, über ein Licht, das unvergleichlich ist, weil Gott selbst wird dort unser Licht sein. Gottes Segen. Amen.